Natürlich hat man mit 10 Jahren schon mal Probleme. Doch Bims hat zu viel davon. Eigentlich heißt er Theo Weisbeck. Aber in der Schule nennen sie ihn immer nur Bims, weil er so ein Komiker ist, meinen sie. Aber das stimmt nicht. Zu Hause ist er ganz anders. Da hat er es aufgegeben, lustig zu sein. Nicht wegen der schlechten Noten. Es ist, weil sich die Eltern nicht vertragen. Dabei liebt er sie. Er liebt Mama und er liebt Papa. Eines Tages hält er es nicht mehr aus. 22, 23. Theo läuft von zu Hause weg. Und es passiert viel, ehe er zurückkommt. Hast du Probleme zu Hause? Theo? Du hast den Apfel geklaut. Zum Glück findet er unterwegs einen Freund, der ihnen hilft. Diese Geschichte handelt also auch von einer großen Freundschaft. Im Buch von Peter Härtling. Theo haut ab.